anderen Sachen. Ja, der Allerechte hat ein neues Video hochgeladen, in dem er über seine Steuerschulden spricht. Und wir bekommen von ihm ein unverhofft ehrliches und offenes Video zu sehen. Was ganz anderes. Er hat sich ja gerade in den letzten Jahren ja nicht unbedingt mit Ruhm übergossen, sei es Bombenpranks, sei es die eklige Sache mit Carina, die nicht aufgelösten Gewinnspiele, die komplette Shitshow, die er sich mit Mimi da abgeliefert hat. Insolvenzverfahren, jetzt letztens die Sache in Dubai mit der Traininggruppe. Ja, alle Sachen, die ihn halt nicht im guten Licht dastehen lassen. Und da ist so ein Video. Erstmal, meiner Ansicht nach, also ich habe das als sehr suspekt empfunden und habe das Video tatsächlich mehrmals schauen müssen, weil gerade im ersten Mal schauen bin ich davon ausgegangen, dass er jetzt wieder irgendwas zieht und dreht, aber. Es scheint nicht so zu sein. Es scheint wirklich ein offenes und ehrliches Video seitens ApoRed zu sein. Inspiriert wahrscheinlich einfach durch die letzten Ereignisse, gerade durch die Sache mit Tanzverbot, wo er von seinen Schulden berichtet, hat ihn vielleicht sogar die Augen geöffnet und er hat sich dazu endlich mal entschlossen, ein bisschen Licht in die Sache reinzubringen und ja, berichtet davon, wie er zu seinen Steuerschulden kommt. Und er gibt halt tatsächlich auch mal in der Öffentlichkeit zu, dass er tatsächlich pleite ist und Schulden hat. Ich wollte es hier auch gar nicht machen. Es fällt mir auch echt schwer, aber ich bin ehrlich, ich bring's erstmal direkt auf den Punkt, damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich habe damit nicht mehr gerechnet, aber auch schön, dass da mal was Positives von seiner Seite kommt. Auch wenn er viel Scheiße gebaut hat, die man nicht unbedingt vergessen sollte, sollte man halt auch solche Sachen, finde ich, auch nicht einfach unter den Teppich kehren. Wenn er dann tatsächlich mal das macht, was viele gefordert haben und halt auch eine positive Sache ist, sagt momentan sehr viel Negativität im Internet. Schön, dass auch mal was Positiveres zu sehen ist, auch wenn Schulden Scheiße sind, aber einfach zu sehen, dass er mal sich selbst eingesteht, dass er halt Fehler gemacht hat, mal so ehrlich ist, drüber zu sprechen, finde ich eine Sache, die man halt mal loben sollte, weil es auch eine Sache ist, die gefordert wurde von vielen Leuten. Und ja, sich dann auch hinzusetzen und sagen, ja, ich habe Steuerschulden, ist halt auch schon, da muss man auch schon ein bisschen Mut aufweisen, das dann halt zu machen, gerade nach der kompletten Shitshow, die er sich mit Mimi geliefert hat und halt versucht hat, alles zu leugnen und zu sagen, ich habe Firmen, die, wie er selber im Video sagt, nicht existieren. Er hat keinerlei Häuser, keinerlei Autos mehr. Zuallererst auch sorry an alle da draußen, weil ich habe ja erstmal gesagt, die ganzen Gerüchte, was da erzählt worden ist. Klar, Insimundus ist ja aktiv gewesen, etc. Habe ich aber gesagt, Digga, trotzdem, die Millionen sind am Start, mir geht's top, die Autos sind am Start, die Klamotten sind am Start. So, ich bin ehrlich, gar nichts am Start. Digga, einfach alles ist weg, einfach alles. Und das wahrscheinlich aufgrund dessen, dass er halt einem Finanzberater vertraut hat, der ihn verarscht hat. Ich hatte halt über die Jahre hinweg mit der Selbstständigkeit, wo man auch so ein bisschen mehr verdient hat, so einen persönlichen Finanzberater. Der hat halt gesagt, Digga, da kommt gerade mega viel rein, da muss man so ein bisschen deichseln und tricksen und so. Und der hat mir halt wirklich viele Sachen empfohlen, natürlich die ich gemacht habe, auf Vertrauensbasis, sage ich mal. Ne? Er hat mir auf jeden Fall Punkte gesagt wie, Red, du hast jetzt mega viel verdient, das ist wirklich in Millionenbereichen. Und du musst jetzt einfach viele Sachen machen, damit du halt einfach weniger Steuern zahlst, damit du dir alle von der Steuer absetzt. Er hat solche gesagt, hol dir ganz viele Autos, die kannst du alle von der Steuer absetzen, weil das sind ja alles Geschäftsautos und die brauchst du ja für die Arbeit und was auch immer. Was er auch gesagt hat, du machst ja Instagram, du postest ja Outfit-Fotos, du machst auch so ein bisschen Fashion-Content. Hol dir einfach richtig viele Klamotten, auch Designersachen, du kannst das alles von der Steuer absetzen, du kriegst die Mehrwertsteuer zurück. Ich bin ehrlich, ich habe das gemacht. Ich habe Klamotten geholt, Freunde, im wirklich siebenstelligen Bereich. Ich habe Autos geholt, ich habe gesagt, komm hier, Firmenwagen, Geschäftswagen. Und bin davon ausgegangen, auf seine Empfehlung, auf seine Expertise, dass ich da halt weniger Steuern zahle am Ende. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Das Wort am Ende, das wird alles nicht anerkannt. Das war alles dann privat irgendwie. Die ganzen Klamotten waren dann irgendwie privat, die ganzen Autos. Am Ende wissen wir nicht, wie viel da wirklich dranhängt. Wir können es ja nicht überprüfen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass er in der Hinsicht unbedingt lügt. Steuern ist immer so eine schwierige Sache. Es ist vielmehr wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Sachen. ApoRed hat ja auch in der letzten Zeit immer mehr bewiesen, dass er sehr naiv ist und sehr schnell den falschen Leuten vertraut.
Ich vermute einfach, er ist in die falschen Kreise reingekommen, gerade in dem Finanzberater, den er da. Das Ding ist, ich habe mich auch ein bisschen von seinem Büro blenden lassen, von diesem gesamten Erscheinungsbild. Man dachte, der Typ hat Todes drauf, der weiß voll Bescheid, aber Optik hat nichts zu bedeuten. Der hat am Ende irgendwie gar keine Ahnung gehabt, war bestimmt ein Anfänger oder so. Aber das hätte man auch nicht wissen können. Ich meine, du lernst auch sowas nicht in der Schule, ne? Dann gehst du zu irgendeinem Steuerberater oder zu irgendeinem Finanzberater und natürlich vertraust du ihm, weil er kommt so rüber, als hätte er da studiert und kennt sich mega aus. Ich habe halt die ganzen Sachen gemacht, die er gesagt hat. Ne? Ich habe die Autos geholt, ich habe die Klamotten geholt, ich habe hier gemacht, ich habe Büros geholt und was auch immer, alles mega teuer. Er hat sogar gesagt, hol dir irgendwie ein Haus zur Miete, kann mega teuer sein, ich habe da super viele Tausender gezahlt im Monat. Penthouse hier, Wohnung da, da hast du am Ende Kosten des Todes gehabt. Ich konnte nichts davon absetzen. An für sich hat er Sachen gesagt, die stimmen können, dass dieser Finanzberater zum Beispiel gesagt hat, er solle Autos, Häuser etc. kaufen, alles das, was man absetzen kann. An für sich ist das ja nicht gelogen, je nachdem, als was ApoRed tatsächlich gemeldet ist, als Gewerblicher, kann man verschiedene Sachen absetzen. Das ist jetzt nicht falsch. So Klassiker sind tatsächlich Häuser, ist so der Klassiker, was man halt als Investor macht, wenn man viel Geld hat, um halt dadurch dann später auch zu profitieren, sprich Miete etc. Auch Sachen wie Autos und Urlaube kann man absetzen, je nachdem, wie gesagt, als was er gemeldet ist und wie man das angeht. Klamotten, schwierig, dass man da groß was absetzen kann, vermute ich eher weniger. Was ich auch vermute, der Gedanke ist mir gekommen, nachdem ich das Video mehrmals geschaut habe, dass ApoRed vielleicht das Absetzen falsch verstanden hat. Absetzen heißt ja nicht, dass ich den kompletten Betrag wieder bekomme, sondern dass ich das, was ich habe, teilweise von meinen zu zahlenden Steuern halt absetzen kann, dass ich halt weniger Steuern abgebe, wenn ich die Mehrwertsteuer abziehe von Sachen, die ich geholt habe, die ich brauche für meinen Job. Das ist der Sinn dahinter. Man kriegt nicht den kompletten Betrag wieder. Er hat auch sehr viel für Sachen ausgegeben. Er hat ja mehrere tausend Euro allein für Klamotten ausgegeben. Wo ich mich frage, warum man so viel Geld für Klamotten ausgibt. Aber ich bin da einfach wahrscheinlich noch nie in der Position gewesen, weil ich noch nicht so viel Geld hatte, dass man einfach ausgeben könnte für allerlei möglichen Sachen. Dass er halt einfach auch ganz andere Zahlen gewohnt ist, weil man muss immer noch in Betracht ziehen, gerade zu seinen Anfangszeiten, zu YouTubes Zeiten, ist es für ihn echt gut gelaufen. Also der gute Mann wird schon einiges zu seiner Höchstzeit verdient haben. Sei es über YouTube AdSense, sei es über Kooperationen mit halt anderen Werbefirmen. Da wird schon einiges zusammengekommen sein. Dass ich das auch, selbst wenn das, was er sagt, nicht so funktioniert hat von wegen Absätzen und falschen Investitionen, wird das anfangs wahrscheinlich einfach funktioniert haben, weil er halt mehr reinbekommen hat, wie er ausgegeben hat, auch wenn es halt hohe Summen sind, wird er wahrscheinlich, wird es anfangs einfach funktioniert haben. Aber dann ist das Problem passiert wahrscheinlich, dass seine Einnahmen, wie es bei vielen schon passiert ist, seine Einnahmen gingen zurück, die Ausgaben blieben gleich oder wurden erhöht. Und er hat ja selbst gesagt, er hatte mehrere Autos, mehrere Häuser, das sind ja auch laufende Kosten wahrscheinlich. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, was genau er hat. Aber gerade bei Autos kommen ja laufende Kosten im Sinne von Versicherung, TÜV alle 2 Jahre, Verschleiß, Verbrauch, auch Häuser, je nachdem, ob das seine Häuser sind, müssen die trotzdem auch instand gehalten werden. Man hat trotzdem immer noch Heizkosten etc. pp., all das, was dranhängt. Und je nach Immobilie, je nach Fahrzeug, je nach sonst was, kann sich selbst die laufenden Kosten sehr stark erhöhen. Ja, oder halt einfach sehr hohe Kosten sein, wenn man dann halt gerade bei Häusern einfach keinen hat, der in Miete wohnt, sondern dass das halt seine eigenen Häuser sind, die leer stehen. Kann das schon sehr, sehr schnell sehr viel werden und man hat das nicht so im Blick. Er hat ja auch selbst gesagt, er hat nicht so viel Ahnung von Steuern etc. Dann nehme ich auch, vermute ich einfach, dass er einfach diese ganzen Sachen jemanden abgegeben hat, der sich danach guckt und der hat halt ihn ja, verarscht. Und er hat es schlichtweg jahrelang nicht kontrolliert. Es hat anfangs funktioniert, auch wenn hohe Kosten waren. Und am Ende, wo es immer weniger wurde mit Einnahmen, hatte man laufende Kosten, die dann halt laufend waren, nicht weniger wurden. Und er sich dann immer mehr und mehr verschuldet hat, weil er wahrscheinlich auch nicht kontrolliert hat, nicht nachgeschaut hat. Und dann sich nach und nach immer mehr
ein eigenes Grab geschaufelt hat. Und jetzt bin ich am Ende so hier auf einem Punkt, wo das Finanzamt sagt, Digga, wir wollen jetzt eine Menge Geld von dir haben und wir reden hier gerade von 3,6 Millionen. Das heißt, ich habe hier einfach gerade 3,6 Millionen Steuerlast, wo ich nichts machen kann. Nichts. Es war halt mein Fehler, dass ich ihnen vertraut habe. Ihr müsst euch vorstellen, diese ganzen Sachen, diese ganzen Klamotten, etc., die haben alle gar keinen Wert mehr. Ich habe keine Ahnung. Also das ist gerade wirklich so ein Punkt, wo ich mir denke, Digga, was soll ich jetzt machen? Also ja, Freunde, deswegen auf jeden Fall ist der Insi-Modus aktiv und der wird realistisch auf jeden Fall gar nicht deaktiviert. Natürlich hier Restschuldbefreiung, weil das ist die einzige Möglichkeit, was man hier machen kann, damit man halt da rauskommt, weil ich werde jetzt auf jeden Fall keine 3,6 Millionen jetzt irgendwo aufgetrieben bekommen. Die haben ja auch schon alles genommen, dass es vielleicht, was übrig ist, ist vielleicht ein paar hunderttausender wert, wenn es hochkommt. Aber 3,6 Millionen, da bin ich weit, weit, weit von entfernt. Also ich nehme vielmehr an, dass er wirklich, das ist halt meine Vermutung, er hat jemanden vertraut, das hat anfangs funktioniert, er hat ihn wahrscheinlich komplett über den Tisch gezogen, wenn das so stimmt. Ich bezweifle jetzt nicht wirklich, dass es Wahrheit enthält, weil er halt ganz anders und offen tatsächlich in seinen Videos. Ich habe mehr Willen, ihm in diesem Video zu vertrauen, wie in allen anderen, indem er sich halt immer sehr stark selbst profiliert hatte. Und ja, das waren so meine Gedankengänge dazu. Wie gesagt, man sollte loben, dass er sich tatsächlich hingesetzt hat, sagt, Leute, so sieht's aus, so ist es. Vielleicht kriegen wir auch ein paar Videos, wo er halt seine alten, ja, seine anderen ganzen Drama nenne ich es? Nee, Dramen, seine ganzen alten Missetaten, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen sollte, ein bisschen Revue passieren lässt, auch ein bisschen vielleicht da versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und halt, ich wünsche ihm auf seinem Weg alles Gute, dass er wirklich auf dem rechten Wege bleibt und nicht wieder in irgendwas sehr Dubioses abrutscht. Vielleicht hat er auch endlich Hilfe gefunden, die er braucht. Vielleicht hat ihm auch das Tanzverbot-Video geholfen, um einfach zu begreifen, es ist kein Weltuntergang, wenn er als Influencer halt tatsächlich pleite ist. Dass er halt in seiner Community immer noch Feedback kriegt. Er hat ja sehr, sehr viel Feedback auch über seine Community bekommen. Da ist sehr, sehr viel positive Kommentare drin. Was ich halt schön finde, man wünscht ja keinem so wirklich, dass er halt einfach komplett den Bach runtergeht. Gerade dann, wenn er sich halt öffnet und einen anderen Weg versucht einzuschlagen, dass er sagt, okay, ich möchte mich jetzt ändern, ich möchte mich verbessern. Da sollte man einen immer loben, auch wenn man die Vergangenheit nicht unter den Teppich kehren sollte. Die sollte man immer noch im Hinterkopf behalten. Ist so, ich finde es immer schwierig, wenn er sagt, okay, ich mache jetzt eine gute Sache und alles andere ist, was ich jemals schlecht gemacht habe, ist dann auch vergessen. Bin ich auch kein Freund von, aber man sollte das alles so in die Waage legen und gucken, was die Zukunft bringt. Er zeigt ja Willen, was zu verändern. Hat ja gesagt, er weiß auch nicht, ob er Influencer weitermacht, ob er da in die Richtung was weitermacht, ob er halt einfach einen quote-unquote normalen Weg als normale Arbeitskraft eingeht. Das ist noch alles offen. Ja, man war, wie gesagt, auch an so einem Amt da am Reden, auch wegen potenzieller Arbeit, die man machen kann. Die haben gesagt, hey, was stellst du dir vor? Ich habe gesagt, so ein bisschen vielleicht körperliche Arbeit, ich will ein bisschen mehr am Sport machen, so, und erstmal so ein bisschen leicht was aufbauen, so, und dann kann man da parallel gucken, ob man vielleicht so irgendwie wieder Social Media technisch was macht oder, wie gesagt, einfach den normalen Weg einschlägt. So, aktuell Social Media, ich bin ehrlich, so einfach wegen der Gesamtsituation. Wie soll ich das erklären, Freunde? Ich muss da gerade ein bisschen die passenden Worte dafür finden. Ich habe da einfach so Bad Feelings dabei, so. Aber ich wünsche ihm auch dadurch, dass er sich halt allen so offen gezeigt hat, ich wünsche ihm auf seinem Weg alles Gute. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, wenn euch mein Gedankendurchfall gefallen hat. Und bitte ein Like und ein Abo dalassen. Und ja, man sieht sich im nächsten Video.